Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play OMSI 2. Ja, nicht mit dem AOD, sondern so, weil ich Roting noch fertig machen muss. Und wir fahren heute mit dem Setra S215UL. Ein sehr, sehr schönes Modell, wo man auch richtig viel aufmachen kann. Aber es geht ja eher weniger um die Map, als es geht ja viel mehr um die Map als um den Bus. Wobei, ohne Bus keine Mapfahrt und ohne Map ist der Bus unnütz. Wir fahren heute übrigens, warte, die S nach Stadion und beziehungsweise vom Stadion nach Mühlbach Terminus. Und das ist eine noch kürzere Linie als die 51. Aber auch die gehört natürlich dazu. Beziehungsweise danach fahren wir noch den vom Stadtpark aus. So, jetzt gucken wir erst nochmal. Wann ist die Tour? In 46 Minuten. So, ja. 2 Minuten noch. Also, schildern wir mal die. Was ist denn das für ein Ziel? Ziel Linie 10? Nein. Linie 13? 13 ist B. 1. 2. 3. 4. 5. 5 ist S. Der Liniennetzplan wird aber auch nicht angezeigt. Da muss ich das einmal im IBIS-Menü öffnen. Beziehungsweise im Explorer einmal kurz reingucken. Also in der Ordnerstruktur. Wir sind im Setra S215UL. Hofdatei Roting. Ich sollte vielleicht das Fenster zumachen, weil sonst hört man alles durch. Das ist die Route 0, Linie 010, Route 02. Okay, Moment. Beziehungsweise Linie 1005. Linie 1005 wird jetzt als S10 geschildert. Müsste jetzt, ja, jetzt nach Mühlbach. Und jetzt gebe ich noch einfach einmal die Route, die Linie 5 ein. So, jetzt müsste ich noch kurz etwas näher ranfahren. Ach so, hinten, ja. Und jetzt schildern wir noch einmal manuell. S nach Mühlbach Bahnhof. Okay, will keiner einsteigen. Das heißt, wir fahren einfach ab nach Mühlbach Bahnhof. Gut, einfach mal hier rum um die Kurve. Nächster Halt ist die Leoniestraße. Leider ohne Ansagen. Das alte OMSI, also der Bus ist ja natürlich noch unter OMSI 1 erstellt. Den gab es schon unter OMSI 1. Und der nutzt natürlich noch das Ansagensystem aus OMSI 1, was natürlich in OMSI 2 auch noch funktioniert. Aber ich glaube einfach, dass der gute André nur den OMSI 2 Ordner bedient hat für Roting mit den Ansagen. Ich weiß gar nicht mehr, kam die Map schon unter OMSI 2 oder noch unter OMSI 1?
So, das hier war die Leopoldskirche. Hier müssen wir nicht halten. Aber natürlich an der Leoniestraße. So. Nächster Halt, Leoniestraße, haben wir ja schon einmal gesagt. Kannst du nicht aufpassen, wenn da ein Bus kommt? Also meine Schuld war das jetzt nicht. Ich muss sagen, mir gefällt auch dieses Busmodell vom Setra so richtig. Also ich finde, das ist gut gemacht. Das hat genügend Pulis. Es sieht nicht schwammig oder so aus. Ist nicht low poly. So, hier wird gerade grün. Da ist grün. Da ist rot. Da ist auch rot. Die fahren trotzdem drüber. Bleib stehen. Das wird jetzt cool. Kommt schon Fahrt. So. Also ihr habt gesehen, wir hatten grün. Warum keiner einsteigen will, ist mir ungewiss. Nächster Halt ist schon Mühlbach Terminus. Ja, die Linie hatte nur einen Zwischenhalt. Also wir fahren jetzt einmal den Sonderbus nach Mühlbach und dann den Sonderbus nach Stadtpark. So. Rechts der Streifen sieht ziemlich dick aus, muss ich zugeben. Jetzt sieht er schon besser aus. War der da hinten selbst drauf gemacht? Ja, das ist ein eigenes Blind. Wir halten uns natürlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Innerhalb der Stadt von 50 Stundenkilometer. Warte, was sind denn das für Grafikbugs? So. Ich hatte hier gerade voll die Grafikbugs. Zumindest ganz kleine in Form von irgendwelchen Vierecken, die sich über das Lenkrad bewegt haben. Das hier ist auch noch nicht Mühlbach. Das hier ist die Billrothstraße. Ich glaube, wir sind jetzt gleich schon am Mühlbacher Bahnhof. So. Hier geht es zum Bahnhof und da hinten ist er auch schon. Ich lasse mich überraschen, ob wir hier hinten irgendwie eine Wendestelle haben.
Weil wir ja jetzt gleich noch die S zum Stadtpark übernehmen, den Sonderbus. Gut. Ach nee, das hier war ja nur das Schulzentrum. Ich wollte schon sagen. Das war ein Haltepunkt, aber das war nicht Mühlbach Bahnhof. Alle Linien an der ersten raus, okay. Was ich ja eigentlich gesagt hatte, ist, was ich in dieser Folge machen wollte, ist den Rest der Tour der 48. Das kommt dann in der übermorgigen Folge. Ja. Gatterburggasse. Fahre ich nicht perfekt, ne? Also es hat bisher noch keiner gemeckert. Liegt vielleicht daran, dass keiner im Bus sitzt. Interessant. Aber dann wollte halt heute mal keiner mit dem Sonderbus fahren. Wasserturmstraße. Minus 4,3 Minuten, nee, minus 2,5 Minuten. 4,3 hatte ich eben vorhin mal. Die erste nach Mühlbach, okay. Der war verkackt genommen. Alter, was ist das denn hier für eine Straße? Oh, hier hält also nur der S-Wagen. Also kann ich hier noch nie gewesen sein. Gut, dann wären wir jetzt an Mühlbach Bahnhof angekommen. Das wäre natürlich eine coole Tour für den AOD gewesen. Hätte ich jetzt gut Geld verdient. Gut, jetzt suchen wir uns mal kurz den S nach. Stadtpark raus. Wo startet der denn? Am Allersberger Bahnhof. Gut, dann setzen wir uns doch mal kurz nach Allersberg. Gut. Fahrplan. S nach Stadtpark. In 8 Minuten. Gut. Energy in the Park. Was hatten wir jetzt als... muss ich nochmal in die Hofdatei gucken? Linie... Linie 13... Ist das ja, ne?
Genau, die Linie 10 und die 13. Nach Allersberg Bahnhof ist Route 01. Gut. Ja. Hier einmal rein. Oh, da steht ein schöner Flirt, ne? Muss ich zugeben, das hier ist ein richtig cooler Haltepunkt. So, das hat er schön gemacht. So mit dem Gebäude da hinten vor. Schön ausgestaltet, muss ich doch zugeben. Natürlich ist es ein MAV-Flirt. Wir wenden noch mal kurz eine Runde. Okay, wir brauchen das Ziel Energie. Also einmal kurz wenden, damit wir hier hinten besser zum Stehen kommen und nicht so schräg. So. Schade, dass niemand einsteigen will. Dann warten wir noch mal 5 Minuten. Gut. Wenn niemand einsteigen will, warum soll ich dann hier warten? Die S zum Stadtpark. Genau, Allersberg war ja auch so eine kleine Vorstadt von Roting. Alter, mir würde sowas hier als Busfahrer ja gar nicht gefallen, ne? Ich hasse ja wirklich so enge Sachen. Okay, hier will auch keiner einsteigen. Ach ja, Allersberg Bahnhof war ja direkt der halt nach dem Stadion, genau. Nächster halt ist schon der Stadtpark. Hier halten wir uns natürlich mal an die 60. Naja, 70, daran halten wir uns mal. Bei 50 hört sich für mich besser an. Und schon sind wir in Roting. Stadtpark. Die Leute würden auf jeden Fall meckern, boah, fährt der Scheiße. Und zwar nur, weil ich hier gerade so rasant gefahren bin. Gut, jetzt fahren wir den gleichen Teil nochmal. Nur halt diesmal zum Stadtpark, ne?
Komm schon. Ohne Unfall. Ich wollte mich eigentlich einfach durch diese Kreuzung durchschlagen. Ich hab's dann aber gelassen. Wo habe ich denn einen Unfall gebaut? Schon da hinten. Keine Ahnung, wo ich einen Unfall gebaut habe, aber ich habe wohl einen gebaut. So. Ich halte mich jetzt einfach mal links, weil ich ja eh nur noch am Stadtpark halte. So. So, schon sind wir hier. All S. Gut, nächster Halt ist dann immer noch Stadtpark Terminus. Ja. Ich bin es nicht gewohnt, so Sonderbusse zu fahren. Ich fahre eher im Linienverkehr. Und da habe ich halt mehr als 3 Haltestellen. So, ich glaube, hier geht es jetzt gleich links für den Stadtpark. Oder? Ja, genau, daran kann ich mich jetzt sogar erinnern. Wobei hier nach links Stadtpark steht und auf dem Schild steht Stadtpark nach rechts. Aber ich fahre jetzt einfach mal links. Ich vertraue mal dem André und seinen Schildern. Gut. Ist hier jetzt schon der Stadtpark oder was? Ernsthaft? Hier ist schon der Stadtpark. Okay. Das lohnt sich ja gar nicht. Oh, ja. Gut, das hätten wir geschafft. Dann würde man jetzt hier hinten rumfahren. Ja, und dann so rum. So, das war's für heute mit der Folge OMSI 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, dann fahre ich noch den letzten Teil der 48, den wir noch nicht hatten. Ja. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.